Wilfried Seiring, ganz von mir rechts außen, Direktor des Ausbildungsinstitutes für humanistische Lebenskunde und ehemaliger Leiter des Landesschulamtes. Nun, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Frage aufbekommen, warum der humanistische Lebenskundeunterricht das Berliner Modell verteidigt. Als Vertreter des Humanistischen Verbandes und als Direktor des Ausbildungsinstitutes werden Sie verstehen, dass ich erstmal sage, ich verteidige Lebenskunde. Den Satz könnte ich dreimal wiederholen, wenn ich an die Wirkung des Märchens glaubte, dass die Dreiheit eine Bedeutung hat und dass Wiederholung die Mutter der Erkenntnis ist. Ich will aber sagen, dass in den heftiger werdenden Kämpfen der Gegenwart, die kulturkampfähnlichen Charakter haben und die geschürt werden von den Konservativen und den großen Amtskirchen, wir gezwungen werden zu Gegenmaßnahmen, die hoffentlich deutlicher, toleranter, aber ähnlich konsequent in der Zielführung sind. Wir haben uns in diesen Auseinandersetzungen gefallen lassen müssen, Diffamierungen und Verleumdungen. Wir konnten mithilfe von Gegendarstellungen die schlimmsten Unterstellungen abwehren. Aber wir können sehr gut begründen, warum wir auch für Lebenskunde und Ethik sind. Jedem empfehle ich zunächst eine gründliche Kenntnis der Rahmenpläne, Ethik und Lebenskunde. Und dass ich für Lebenskunde in besonderer Weise eintrete, das werden Sie verstehen. Ich zeige Ihnen mal hier meine Mitgliedskarte. Ich habe schon 1963 Lebenskunde in Berlin-Neukölln, hier in diesem Bezirk erteilt. Und ich habe damals die Vorzüge eines Unterrichtes kennengelernt, der nicht verpflichtend buchstabengetreu, was ja nun noch schlimmer wird durch die Standards und durch die Leistungsvergleiche in den Parallelklassen, sondern der ausgeht von den Bedürfnissen, von den Wünschen, von den aktuellen Problemen der Kinder, die vor uns sitzen, und der ohne den Notendruck aufbaut, altersgemäß und in Arbeitsgruppen die Selbsttätigkeit fördernd. Einen solchen Unterricht wird es im großen Klassenverband, Sie kennen die Frequenzen in Berlin, natürlich nicht geben können. Unter dem Druck der Zensuren auch nicht. Ethik würde in den Klassenstufen 7 bis 10 verbleiben und wäre ein ausgezeichneter Anschluss an die Problematik, die wir in unserem Lebenskundeunterricht von 1 bis 6 darstellen. Würde das Gegenmodell, also die Rückführung des Schulgesetzes von vor 60 Jahren und damit auch die Negation der Erfahrung der weltlichen Schule hier in Neukölln, Wirklichkeit, dann hätten wir eine verbindliche religiöse Orientierung von der ersten Klasse an mit Notengebung. Und Sie können sich vorstellen, welche Inhalte dogmatisch verbreitet würden. Wir haben die Berechtigung nicht nur der jüdischen, muslimischen, evangelischen und katholischen Religion, diesen Unterricht zu erteilen. Es wären weit mehr Gruppen legitimiert, diesen Unterricht anzubieten, und der Staat, das darf ich Ihnen aus meiner Erfahrung sagen und versichern, hätte keine Chance, diese Rahmenpläne zu verändern. Denn die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften geben den Inhalt durch ihren Plan in ihrer Verantwortung vor. Ich habe in der vorigen Woche mich nochmal vergewissert und mit dem zuständigen Referenten, mit dem Juristen Eule bei der Senatsverwaltung darüber gesprochen. Und tatsächlich ist es so, dass noch nicht mal
die vollständige Grundgesetzkonformität die unerlässliche Voraussetzung für das Genehmigen der Pläne ist, weil bestimmte Inhalte der uns bekannten Religionen dem widersprechen. Denken Sie an den Koran und die Nichtgleichberechtigung von Mann und Frau. Denken Sie an die fehlenden demokratischen Prozesse in der katholischen Kirche. Aber ich denke auch noch weiter. Wenn der Papst behauptet, die evangelische Kirche sei gar keine richtige Kirche, oder wenn Neunjährige, die nach Vergewaltigung schwanger sind und nach der Abtreibung durch Arzt und Erziehungsberechtigten legitimiert, exkommuniziert werden, was würde wohl der Katechet den Schülern auf entsprechende Fragestellung sagen? Oder wenn die Geburtenregelung thematisiert wird, Sie können sich unterschiedliche Themen vorstellen. Heute ist in den Schulhöfen Du Jude oder Schwuler eines der schlimmsten Schimpfwörter. Wie würde denn ein katholischer Priester zu den Fragen der Homosexualität sich äußern? Wir haben ja gerade gestern das Beispiel über die Verbreitung von Kondomen aus höchstem Munde gehört. Ich möchte Sie ganz konkret auf den Rahmenplan in Ethik verweisen. Ich möchte vor allen Dingen das auch deswegen tun, weil ich wünschte, dass Sie in der Argumentation der anstehenden Tage bis zum 26. hinreichend ruhig, sachlich und orientiert die Vorstellungen verbreiten, dass man ein Nein dem Wunsch nach sogenannter Wahlfreiheit entgegensetzen muss. Die Inhalte aus dem Ethikplan Identität, Freundschaft und Glück, Freiheit, Verantwortung und Solidarität, Gleichheit, Recht und Gerechtigkeit, Diskriminierung, Gewalt und Toleranz, Schuld, Pflicht und Gewissen, Wissen, Hoffen und Glauben sind sehr stark deckungsgleich zu den Inhalten, die Sie in anderer Formulierung, je nach Altersstufe, im neuen Rahmenplan des Lebenskundeunterrichtes finden können. Deswegen weise ich auf diese Kompatibilität hin. Und wenn ich nun für diesen gemeinsamen Ethikunterricht votiere, dann empfehle ich Ihnen, Frau Mücke hat schon darauf hingewiesen, dass Sie auch den Aspekt, den die Initiative Christen für Ethik gewählt hat, sich genau ansehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Trennungslinie verläuft nicht zwischen Konfessionslosen und Gläubigen. Die Trennungslinie verläuft zwischen Fanatikern und Extremisten und denen, die einen Rückwärtsgang einschalten. Und deswegen sage ich, wir begrüßen den Ethikunterricht und zitiere die Initiative, weil sie in ihm unterschiedliche Glaubens- und Lebenswelten und deren historische, kulturelle oder familiäre Wurzeln kennen und achten lernen, weil sie so ihren eigenen Platz in einer pluralen Gesellschaft erkennen können, weil sie sich in ihm mit den anderen über ihre verschiedenen Wertvorstellungen, Überzeugungen und Ziele austauschen können und nicht nur über die jeweiligen anderen sprechen. Ich schenke mir die anderen weiteren ebenfalls wichtigen Argumente. Aber ich begründe das eben Gesagte auch mit den Unterrichtsbesuchen der letzten Woche. Wir sind gerade wieder bei den allgemeinen Abschlussprüfungen und begründe es mit den Erfahrungen der Lebenskundelehrer, die vor sich eine sehr heterogene Gruppierung haben und die ständig auf genau diese Fragestellungen reagieren müssen, Antworten suchen und auch Antworten finden lassen, der jeweiligen Altersstufe angepasst. Ich rufe Sie auf, den Diffamierungen Einhalt zu gebieten. Wir können ganz tolerant, wir brauchen nicht aggressiv zu sein. Ich rufe Sie auf, Freunde, Verwandte, Bekannte zu werben, Nein zu sagen zu dem Rückschritt, der sich ankündigt.